Phoenix nachgefragt, heute mit Gordon Repinski vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herr Repinski, wir wollen ein bisschen über deutsche Innenpolitik sprechen und ähm, müssen da wohl in Thüringen beginnen. Dort wird morgen ein neuer Ministerpräsident gewählt oder soll gewählt werden. Ähm, glauben Sie, dass es Herr Ramelow wird? Ja, Thüringen insofern relevant, weil es ja quasi so eine Art Ursprungszelle vieler politischer Probleme, jedenfalls bei der äh, CDU ist im Moment. Morgen steht jetzt die Wahl wieder an, äh, nach, dem, äh, chaotisch, nach den chaotischen Vorgängen und der Wahl von dem FDP-Mann Thomas Kemmerich zunächst. Ich glaube, dass wir noch ganz, ganz viele Fragen äh, offen sehen, wenn wir nach äh, Thüringen gucken. Und äh, Rammelow natürlich der Favorit, allerdings natürlich nach wie vor ohne Mehrheit. Und äh, was sich entscheiden wird, ist, äh, ob er es schafft, äh, ob es sozusagen Abweichler äh, von den anderen. Parteien gibt, also aus FDP, CDU oder womöglich AfD, und er dann im ersten Wahlgang über die Hürde rutscht. Ich glaube, dass man sich gerade in Thüringen einer klaren Prognose nicht so hingeben sollte. Dafür ist es einfach zu unerwartet und zu chaotisch, was da bisher passiert ist. Also, ich glaube, Ramelow wird morgen irgendwann der Ministerpräsident sein. Dazu ist die Sorge bei vielen vor Neuwahlen, vor schnellen Neuwahlen zu groß. Aber ob das jetzt beim ersten Wahlgang passiert oder womöglich dann doch später, da sollten wir, glaube ich, noch vorsichtig sein. Ach, das hat uns Chaos gelehrt. Die dieses Bundesland, politisches Chaos. Ähm, dieser Eintritt von Björn Höcke, der sich auch als Ministerpräsident wählen lassen will, äh, als AfD-Kandidat hat, macht, spielt das eine Rolle? Ja, spielt natürlich insofern eine Rolle, als dass Ramelow ja eigentlich klar gesagt hat, er möchte nicht nochmal in einen dritten Wahlgang gehen. Wenn er jetzt keine Mehrheit hat im ersten Wahlgang, was natürlich möglich ist, weil äh, CDU und FDP äh, möglicherweise nicht mitstimmen werden, dann steht man vor der Situation, wer in einem zweiten oder dann gegebenenfalls in einem dritten Wahlgang noch antreten würde. Äh, wenn äh, Ramelow nach dem ersten Wahlgang sagen würde, er zieht zurück, Höcke aber sagt, er würde im Rennen bleiben, dann würde ein realistisches Risiko bestehen, dass im dritten Wahlgang äh, tatsächlich in einer relativen Mehrheit. Björn Höcke zum, äh, zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Also, so könnte dann Ramelow in einen zweiten, dritten Wahlgang gezwungen werden. Das ist das Manöver von Höcke. Höcke ist sicherlich nicht ein Strohmann der AfD, so wie es der Kandidat Kindervater beim letzten Mal war. Höcke wird die 22 Stimmen seiner AfD-Fraktion bekommen wollen. Und äh, es ist natürlich wieder der Versuch der AfD, schon wie beim letzten Mal äh, geschehen, äh, die anderen pa pa Parteien an der Nase herumzuführen und äh, das demokratische System, äh, System sozusagen zu zu düpieren und die Schwächen der anderen Parteien auszunutzen. Auf jeden Fall ist ein spannender Vorgang, der da morgen sich morgen abspielen wird. Sie haben es gesagt, Thüringen als Beispiel auch für die Schwäche der CDU. Blicken wir mal dahin. Da ist ja jetzt der Wahlkampf voll entbrannt, um sozusagen die Führung in dieser Partei. Was glauben Sie, wer wird da am Ende die Nase vorn haben? Tja, das ist auch wieder so eine Frage, wo ich Ihnen jetzt gerne eine eindeutige Antwort geben würde. Und dann habe ich am 25. April recht gehabt. Auch da ist es nicht ganz so einfach. Ich glaube, wir haben ein Bewerberfeld, das sich teilt in einerseits die Kandidaten des Establishments, auch wenn sie das vielleicht nicht so gerne hören wollen. Aber sie sind es. Das ist Armin Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und sein Running Mate, wenn man es mal mit den US-Wahlen betiteln wollte. Sein Running Mate Jens Spahn. Auf der anderen Seite Friedrich Merz, der so eine Art innerparteilicher Außenseiterkandidat ist. Ist. Und dann erzählen wir jetzt mal Norbert Röttgen noch dazu, wobei ich äh, glaube, dass der am Ende keine Rolle spielt. Also wenn wir es mal äh, konzentrieren auf die beiden äh, Kandidatenpaare, beziehungsweise das eine Paar und den anderen Kandidaten Merz gegen Laschet-Spahn, dann ist es tatsächlich eine Entscheidung, ob man einen kontrollierten Übergang haben will zu Laschet, der für eine Art Kontinuität steht, auch wenn er sich natürlich abgrenzen will äh, und auch wenn er mit Jens Spahn einen etwas anders akzentuierten Kandidaten hat und Friedrich Merz, der eben in der Rhetorik ganz anders auftritt, der auf Diplomatie hier und da auch mal pfeift, der äh, eine klarere Sprache ähm, spricht, vielleicht als die anderen, äh, und der dadurch für viele in der Union ein interessanter Kandidat ist, weil er eben für einen Bruch mit der Politik Merkels steht. Ne? Also, das heißt, es ist eine Grundsatzentscheidung, die da ansteht, und ich glaube, diese Konzentration und Fokussierung auf das Establishment gegen den Neuanfang, das ist auch das größte Risiko, was das äh, Duo Laschet und Spahn mit sich trägt, denn äh, dafür äh, sozusagen hat die Kontinuität der vergangenen Jahre, der Merkel-Kurs und dann auch die Fortsetzung mit André Kamp-Karrenbauer zu wenig Erfolge für die CDU gebracht. Na, auf der anderen Seite war es aber doch vielleicht ein schlauer Schachzug von Laschet, sich diesen etwas rechteren, jungen Spahn an die Seite zu holen, der vielleicht für einen Neuanfang steht am Ende. Kein Widerspruch. Das war ein schlauer Zug, aber man muss natürlich eins sagen: Spahn, der hat ein interessantes Profil, weil er auf der einen Seite eben jung und neu ist und ähm, offen homosexuell lebt, also auch eine, für, das, für, die, für die CDU ein, ein neues äh, Lebensmodell äh, auch verkörpert. Auf der anderen Seite aber auch konservativ ist. Also das heißt eine interessante Mischung äh, als Kandidat. Aber Spahn geht natürlich im Team mit Laschet ein Stück weit in diesem Establishment-Modell äh, auf. das ist, ähm, das ist ein Risiko. Und äh, ich glaube, wenn wir in den Parteitag schauen am 25. April, äh, dann werden da viele Delegierten sitzen und wieder die Wahl haben zwischen dem Modell Kontinuität, mit Laschet in dem Fall, äh, und dem äh, Modell äh, März, also es anders zu tun, es ein bisschen härter und kantiger zu versuchen. Und sie werden sich erinnern daran, dass es vor anderthalb Jahren, äh, dass sie sich möglicherweise vor anderthalb Jahren für anne kamp karrenbauer entschieden haben, in einer ähnlichen Entscheidung. Ganz knapp hat sie es gewonnen und es hat nicht funktioniert. Also da werden Delegierten sitzen am Ende, die vielleicht auch sagen, diesmal hat Friedrich Merz es verdient, äh, diesmal kriegt er eine Chance, Friedrich Merz wird auch aus Fehlern äh, des letzten Parteitages und der letzten Kampagne gelehrt haben. Also wenn Sie mich fragen, wer wird es am 25. April, im Moment sehe ich Vorteile bei Friedrich Merz. Ja, damals hat er es ja sozusagen auf dem Parteitag vergeigt, wenn ich das so sagen darf, durch eine nicht so gute Rede. Sie hat ja wesentlich besser geredet. Also wir müssen wahrscheinlich bis zur letzten Minute warten. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Ähm, den Leuten, die dann Friedrich Merz oder den Delegierten, die dann Friedrich Merz wählen, kann ja nicht entgehen, dass das eine schwierige Zusammenarbeit sein wird zwischen ihm und der Kanzlerin dann für den Rest der Legislaturperiode. Absolut. Und äh, wie das dann gelöst werden würde, das äh, steht tatsächlich in den Sternen noch, weil äh, sowohl Friedrich Merz äh, als auch Angela Merkel haben ein beiderseitiges Desinteresse an einer Zusammenarbeit. Das heißt, das kann sehr gut sein, dass es dann zu einer schnelleren Entscheidung über eine Neuwahl kommt. Andererseits muss man auch sagen, die äh, EU-Ratspräsidentschaft steht vor der Tür in der zweiten Jahreshälfte. Äh, das wird äh, man nicht gefährden wollen durch einen frühzeitigen Rückzug der Kanzlerin. Äh, dann wird es ja auch nochmal ein Parteitag äh, im Dezember gehen und dann geht man schon ins Wahljahr. Also dann wird man die Entscheidung sozusagen treffen müssen, ob man 2021 etwas früher wählt oder nicht. Äh, insofern vielleicht äh, arrangieren sich die beiden äh, dann auch miteinander. Aber ganz klar, Friedrich Merz und Angela Merkel sind sozusagen in ihren politischen Karrieren als Konkurrenten miteinander verbunden. Angela Merkel hat Friedrich Merz damals den Fraktionsvorsitz abgenommen und äh, Friedrich Merz ist jemand, äh, der sich durchaus wenigstens heimlich, vielleicht auch sogar halb offen darüber freuen würde, wenn er Angela Merz Merkel sozusagen dadurch dass er der Nachfolger ist diesen Schritt aus seiner frühen Karriere zurückzahlen kann. Danke für die interessante Analyse. Gordon Repinski war das vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.